Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Reform der Hebammenausbildung und zur Änderung des SGB-5, Hebammenreformgesetz. Meine Damen und Herren, wir haben zwar sehr viele Hebammen, aber die meisten arbeiten in Teilzeit, 70% wohl, und deswegen ist die absolute Zahl der Hebammen eben doch nicht ausreichend für die Arbeit, die geleistet werden muss. Die AfD stimmt natürlich jeder Initiative zu, die diese Situation verbessert, aber schon wieder kommt das aus Brüssel, aus der Europäischen Union, und wir brauchen eigentlich keine Belehrung, was die Schulbildung betrifft. Wir sind in Deutschland da ganz weit vorn, die anderen können sich von uns eine Scheibe abschneiden, wir brauchen da keine Belehrung, meine Damen und Herren. Aber wir sind ja auch bereit, wenn es der Sache dient, dort mitzumachen, wobei wir natürlich die Akademisierung grundsätzlich auch nicht so toll finden. Aber in diesem Fall, denke ich, gehen wir mit, weil es, wie gesagt, wichtig ist. Unser eigener Vorschlag wäre folgender, damit das etwas klarer ist als das, was wir im Gesetz finden, einen akademischen Abschluss. Wir können das also mit einem Hochschulabschluss machen als FH-Abschluss. Hier hätten wir eine ganz klare Struktur und damit hätten wir auch die Forderungen der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft erfüllt. Vorteil wären zwei Vorteile. Einmal eine verkürzte Hochschulzugangsberechtigung. Ist ja ein Jahr kürzer als bei den Zugängen zur Universität. Und auch noch eine verkürzte Hochschulausbildung mit 7 Semestern, die ist auch kürzer als an der Universität. Und wenn wir also Hebammen brauchen, ist es nicht sehr sinnvoll, eine ewig lange Ausbildung zu machen, die dieses Problem natürlich dann noch weiter verschärft. Das Berufsbild wird aufgewertet, das war ja eine der Forderungen, und der höhere Vergütungsanspruch wird damit auch begründet. Auch das war als Forderung hiermit genannt. Allerdings, ich bin immer noch bei dem Gesetz, sollte die Sprachnorm nach § 5 Absatz 2 Nummer 4 doch wenigstens oder wenigstens nicht absolut gesehen C1 sein, und zwar als Bedingung für den Berufsabschluss und auch für die Berufsausübung als Hebamme. Denn die Kommunikation zwischen den Gebärenden und der Hebamme möchte schon funktionieren. Da können wir also keinen Integrationskurs am Gebärdenbett oder wo das stattfindet machen oder in der Klinik. Das sollte also wirklich funktionieren. Meine Damen und Herren, die Praxisausbildung sollte nicht zurückgefahren werden, wie das im Gesetz vorgesehen ist. Das 7. Semester könnte Praxissemester zum Beispiel sein. Der § 15 sagt, dass der Student verantwortlich ist, für die praktische Ausbildung einen Vertragsabschluss zu machen. Und die Hochschule soll Kooperationspartner sein. Unser Vorschlag ist, dass nach § 21 die Hochschule am besten auch diesen praktischen Vertrag mitorganisiert und mit dabei hilft beim Abschluss oder ihn sogar selbst abschließt für den Studenten, damit die Sache etwas leichter geht. Finanzielle Sicherstellung. Da es sich hier um ein Hochschulstudium handelt, eine Hochschulausbildung, sollte also BAföG gezahlt werden. Warum wollen wir da irgendwelche anderen Experimente machen? Eine Hochschulausbildung läuft über BAföG und die Ausbildungsvergütung sollte allein somit nur für den praktischen Teil erfolgen. Die Frage ist, wer soll es bezahlen, müsste doch geklärt werden. Ich hätte da noch ein paar Fragen gefunden. Die Übergangsregelung für Ausbilder nach § 20 können nur die ausbilden, die diesen Abschluss haben. Aber es ist noch gar keiner da, der den Abschluss hat. Also das ist mir noch nicht ganz logisch. Übergangsregelung für bereits tätige Hebammen fand ich auch nichts Richtiges da drin, wie das gedacht wird. Und eine Ausbildereignungsberechtigung, die ist ja normalerweise auch vonnöten, das müsste aus meiner Sicht ja auch noch mal besser geklärt werden. Eine etwas kritische Anmerkung zum § 3 Absatz 2 des vorgelegenen Gesetzesentwurfs mit der Berufsbezeichnung Hebamme. Meine Damen und Herren, eine Amme bezeichnet eine Frau, die nach einer eigenen Schwangerschaft durch den Milcheinschuss in ihrer Brust stillfähig ist. Das kann ein Mann, glaube ich, kaum erfüllen. Und da bin ich deswegen der Meinung, dass wenn ein Mann sich hier, meine Damen und Herren, wenn ich mich als Mann hier als Hebamme bezeichnen müsste, würde ich so ein Studium nicht antreten. Das ist eine Frechheit. Und die Männer, die das zustimmen, sollten mal im Röckchen hier auftauchen, dass wir mal ein bisschen Spaß haben dabei bei dieser Angelegenheit, meine Damen und Herren. Also, wenn Ihnen der Entbindungspfleger nicht mehr gepasst, weil er nicht richtig passt, wenn er Ihnen nicht passt, wenn er nicht passt, machen wir einen neuen. Aber Sie können doch die Männer hier als Amme bezeichnen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Also, mit uns läuft sowas nicht. Meine Damen, jetzt gehe ich auf den eigenen Antrag ein. Geburtshilfe in Deutschland flächendeckend sicherstellen. Ja, man spricht von Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Und zwar wird hier besonders genannt, dass 5 Gebärende teilweise von einer Hebamme betreut werden müssen. Das ist nach der Statistik doppelt so viel wie in anderen Ländern. Das muss abgestellt werden. Wir sprechen von der berühmten Haftpflichtversicherung, ca. 8.000 Euro per anno.
Da kommt zwar der Sicherstellungszuschlag hinzu, aber die Hebammen beklagen, dass sie in Vorkasse gehen müssen und dass auch die Rückholung dieses Geldes sehr kompliziert ist und sehr bürokratisch ist. Eine statistische Zahl, die Sie zu verantworten haben. Wir haben 1991 noch 1.186 Kliniken gehabt und das ging sukzessive immer weiter runter und jetzt haben wir bloß noch 672 Kliniken. Das heißt, es ist hausgemacht. Sie haben ein Problem selbst gemacht, was Sie jetzt wieder lösen wollen. Das ist aber typisch für Ihre Politik. Herr Spangenberg, ja? Ihre Redezeit ist vorbei. Letzter Satz. Letzter Satz. Fazit, kommt leider nicht weiter. Die AfD steht hinter diesem Entwurf, wird den mit unterstützen unter den Einschränkungen, die ich eben genannt habe. Wir sind immer dabei, konstruktiv mitzuarbeiten. Das vermisse ich bei Ihnen. Vielleicht ändern Sie sich noch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Spangenberg. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.